Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Portale Tag in Zeitraum von 8. bis 17. Februar 2019. Diese Portaltagen kommen von Maya-Kalender. Die Mayas haben verschiedene Kalendersysteme gehabt. Nicht nur die Mayas, sondern auch die Chinesen, auch die Ägypter, sie haben auch mehrere Kalender. Es gibt auch Mondkalender, es gibt auch Sonnenkalender, es gibt auch Bauernkalender, es gibt aber auch spirituellen Kalender, und das haben die Mayas ganz präzise berechnet. Und sie haben auch beobachtet die wiederkehrenden Zyklen, aber auch die Planetenbewegungen, auch, weil das ist auch eine wiederkehrende Energie. Astrologisch kennen wir auch Saturn-Jupiter-Konjunktion. Man nennt auch die große Konjunktion. Es sind auch wiederkehrende Zeiten in Weltgeschichte. Und was sind diese Portaltage? In diesen Tagen öffnet sich ein Tor, und das wurde berechnet. Hier kommt zwei Kalender in Verbindung. Das alltägliche Kalender mit einem spirituellen Kalender. Und das könnt ihr so vorstellen wie zwei Räder, die sich drehen, und in einem bestimmten Punkt haben sie Verknüpfung. Und das sind diese Portaltagen. Und jeder Portaltag ist die Energie anderes. Aber es ist unvernünftig, solche Informationen vermitteln. Oh, das ist so heftige Energie, wir haben jetzt Kopfschmerzen, uns geht nicht gut, weil das ist gerade Portaltag ist. Wir haben jeden Tag heftige Energie, weil alles besteht aus Energie. Und wir können jeden Tag Kopfschmerzen bekommen, wenn wir über Probleme nachdenken. Dazu braucht man keinen Portaltag. Der Portaltag ist auch Energie, wie auch alles aus Energie besteht, aber öffnet sich für uns eine Tür zu dem feinstofflichen Energiefeld, einer höheren Schwingung. Und das ist schon ein Heiligtum, weil das ist die göttliche Energie. Und das ist nicht bedrückend, im Gegenteil, wenn das feinstofflich ist, befreiend, weil das eben leichter ist. Das ist ein anderen Schwingung, dann geht uns viel, viel besser. Und jeder Portaltag entspricht anderen Themen. Und das ist nicht, weil wir eine Karte ausziehen von einem Kartendeck und wir erzählen, was aus dieser Karte steht. Das hat mit diesem Maya-Kalender nichts zu tun. Die Mayas haben es präzise berechnet. Und wenn ich hier die Karten auslege, das ist nicht, weil ich das zu dieser Idee kam, sondern weil das im Kalender so steht, weil sie haben das so berechnet. Aber ich beginne mit den fünften Wellen. Es sind verschiedene Schwingungen. Und diese Schwingungen nennt man Wellen. Und wir befinden uns gerade in den fünften Wellen bis 13. Februar 2019. Dann ändert sich das. Das ist wie Töne. Wie Töne, wir sind gerade bei dieser fünften Welle. Diese fünfte Welle
vermittelt uns etwas. Das Symbol ist für diese Schwingung des Baum des Lebens. Und das, was wir gerade verinnerlichen sollen, wie ein Baum. Wir brauchen erstmal eine Wurzel. Wir brauchen Sicherheit, Stabilität, Struktur, verwurzelt zu sein. Und von diesem Basis, von diesem Fundament kann das Baum wachsen und dehnen. Gleichzeitig verbinden uns in diesem höheren, in der höheren Bewusstsein oder das Göttlichen. Und das ist eine Verbindung zu unserem Wurzel. Ich könnte sagen Wurzelchakra und Kronenchakra und das, was wir gerade verbinden. In dieser Zeit, wie wir in dieser Schwingung sind, ist es wichtig, dass wir verbinden Himmel und Erde. Das ist die wichtigste Aussage dieser Welle. Wir verbinden uns mit Vorfahren, mit unserem Ahnen, mit unseren Traditionen, mit unserer Herkunft. Dann kümmern wir um die Finanzen, um die beruflichen Situationen, weil wir brauchen die Sicherheit und Stabilität. Und dann, das befestigen wir. Und in dieser Zeit überlegen wir außerdem, was sollen wir befestigen? Welche Eigenschaften? Welche Kontakte? Was ist für uns wertvoll? All das wird gerade befestigt. Und das, was diese Energie stört oder Zeit raubt oder überflüssig ist oder ein Hindernis darstellt, da wird gerade aufgeräumt. In dieser fünften Welle ist die Symbole des Baums des Lebens und wir können mit Bäumen auch als Kraftort, als energiespendend betrachten. Ein Lieblingsbaum auswählen, mal umarmen, diese Energie spüren, das stärkt uns auch. Diese Welle wird auch genannt die Himmelswanderer, weil wir verbinden uns mit dem Göttlichen. Und also das ist diese Zeitqualität, wo wir gerade uns befinden. Die Element bleibt noch Feuerelement und das prägt uns auch. Das ist die Aktivität, Mut zu haben, etwas Neues beginnen, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Das ist auch die Begeisterung und Leidenschaft. Und dann werden einzelnen Portaltagen natürlich beschrieben nach diesem Kalender. Und das, was dieses Bild jetzt darstellt, das kommt von die Maya-Kalender. Und ich starte mit dem heutigen Zahl, weil die Zahlen haben eine ganz große Rolle gespielt bei diesem Weisheit, auch bei diesem ganzen Berechnungen. Und die heutige Zahl ist die Zahl 11 und die Mayas haben so dargestellt. Bei den Mayas bedeutete die Zahl 11 etwas stabilisieren. Es war ein Meisterzahl, bedeutet aber auch wie eine Art Wandeln. Es ist eine sehr feinstoffliche Energie, was die Zahl 11 uns vermittelt. Bedeutet auch eine höhere Schwingung, einen spirituellen Mensch. Vermittelt eine Energie, die Empfindlichkeit und Einfühlsamkeit, auch die Spiritualität und Heilung und vermittelt uns noch etwas. Alles, was so schwer ist, sollen wir verabschieden und in Leichtigkeit bleiben. Im heutigen Tag herrscht Akbal und so haben die Mayas das gezeichnet. Akbal bedeutet übersetzt Nacht. Und diese Nacht, was im heutigen Tag bei diesem Portaltag wirkt und vermittelt wichtigen Botschaften. Das ist die Nacht,
die Träume, das Verborgene, das Geheimnisvolle, die Mysterien und bedeutet für uns diese Akbal auch die Blick nach innen richten, nach innen schauen. Ich könnte sagen, meditieren über etwas. Und diese Energie, diese Akbal, vermittelt uns noch etwas, in welchen Energie uns euch begegnen. Das ist die lebensveränderte Energie. Momentan ändert sich etwas in uns selbst, ändert sich etwas in unserem Leben. Wir werden das innerlich auch spüren und auch wissen, das ist eine Übergangsphase. Wir sind noch nicht ins Ziel angekommen. Wir sind gerade in dieser Wandlung. Jetzt wird von Tag zu Nacht. Akbal ist auch eine Heilenergie und zeigt für uns nochmal etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist die Stille, die Ruhe, die Meditation. Und es ist so wichtig, bei diesem Portaltag Kontakt zu unserer Seele. Und dann erleben wir eine Welt und diese Welt heißt unsere Träume. Unsere Träume ist gerade sehr wichtig bei diesem Portaltag. Ich träume etwas und ich glaube daran. Ich vertraue diesen Traum und damit erschaffe ich die Wirklichkeit. Das ist Schöpfung. Es beginnt alles mit einem Gedanken, eine Idee. Und das wird ein Wunsch. Ich wünsche das. Und wenn ich das wünsche, dann entspricht das mein Traum. Ich träume davon. Und wenn ich da Energie lenke, das bedeutet dann, dieser Traum, dieser Wunsch ist mir wichtig. Weil ich lenke da Aufmerksamkeit. Ich lenke da Energie. Ich habe gesagt, es besteht alles aus Energie. Die Materie ist auch Energie. Immer mehr Energie in diese Richtung lenken, wird das manifestieren, wird Materie. Der Traum wird wahr. Vorausgesetzt ist, dass ich daran glaube und dass ich das vertraue. Dass ich dann auch loslassen kann und bleibe nach wie vor in diesem Vertrauen. Weil dann vertraue ich die Schöpfung, ich vertraue das Fluss des Lebens und das fließt, kommt zum Bewegung. Aber ich weiß das, weil ich habe diese Weisheit. Energie verdichtet, ein Traum wird wahr. Es manifestiert sich. Und bei diesem Portaltag, was Akbal uns sagt, diese Nacht, das ist unserem Unbewussten, das ist unserem Inneren, unserem Seele. Und hier ein Traum pflegen, die Energie in die Richtung lenken, dann manifestiert sich das alles. Hier wird vermittelt, erschaffe durch deinen Traum die Wirklichkeit und keine Angst vor Dunkelheit, weil Angst blockiert. Wenn wir die Naturkräfte suchen bei diesem Portaltag, dann können wir die Abendstunden genießen oder die Sternenhimmel und dann auf unserem Traum denken, das Fühlen, wie sich das alles manifestiert. Kraftplatz ist die Täler oder die Höhlen. Krafttier ist Eule, Rabe,
oder Fledermaus. Halbedelsteine sind Rauchquarz, schwarzer Turmalin und Schneeflockenobsidian. In unseren körperlichen Ebenen steht dieses Symbol für unseren Unbewussten und steht für unseren Magen. Und weil das Heilenergie ist, natürlich bei Magenproblemen kommt auch diese Heilkraft. Mond hat auch einen Einfluss auf unserem Leben. Mond hat einen großen Einfluss auf unserem Leben und auch unseren Tagen. Diese Mondenergie ist Muluk. Muluk oder roter Mond nennt man das auch. Ein roter Mond wirkt heute Feuerelement. Und das zeigt uns Lebenskraft. All das, was bis jetzt im Stillstand war, und das gehört auch unseren Träumen, sollen wir in Fluss bringen. Etwas aktivieren, etwas lebendig machen. All das, was wir lieben, was uns begeistert. Und das war dieser Portaltag, 11. Februar 2019. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.